mit Codes, die deinen Stream hacken. Geist, das sind Bots. Und das ist nicht nur einer, das sind irgendwie 10 Stück. Oder wahrscheinlich die ganze Zeit neue. Ich kann dagegen nichts tun. Reportet die einfach. Verlängerst du, falls du in dem Monat nicht Rang 1 hättest? Nein. 5 Wochen. Soluki ist horrible da. Soluki-Verhalten ist horrible, aber Soluki in Korea ist auf jeden Fall besser. Und schwieriger. Und ich habe in der EU West schon alles erreicht. Also, es ist ein geiles Projekt, geiler Content. Was? Nee, Rang 1. Also, ich bin mir sehr sicher, dass ich Rang 1 in Korea hitten kann. Sehr sicher, Early Season. Sehr realistisch. Kann sein, dass ich es nicht halten kann, den ganzen Monat lang. Aber einmal hitten, ich denke, 80%ige Chance. Vielleicht 90. Würde ich jetzt mal so einschätzen. Denke ich. Sollte sehr, sehr machbar sein für mich. Fliegst du noch kurz, um zu zocken? Ich werde ein paar Tage früher fliegen, bevor die Season anfängt, um mich halt einzuleben. Vielleicht auch ein bisschen Sightseeing zu machen. Mal gucken. Schon Bock auf das Essen da, wo ich fange an zu kotzen, ey. Ich hoffe, wir finden halt irgendwas, was man jeden Tag essen kann. Irgendwas, was man jeden Tag essen kann. Oder einen Bäcker. Oh, einen deutschen Bäcker dort. Oh! Bitte. Ich hoffe, wir finden das. Ich fand das Essen disgusting in Korea. Das war wirklich eklig. Leute, also wenn du Hähnchen mit Reis, okay, nicht mit Reis, aber wenn du Hähnchen bestellst, frittiertes Hähnchen, das ist nicht nur frittiert, das ist dann in fucking Zucker gebadet. In Zucker gebaden. Es ist fucking disgusting. Alles ist so süß und alles ist so fettig oder scharf. Voll nice. Hm. In welche Stadt gehen wir? Wir gehen nördlich von Seoul aktuell. Mir hat jetzt nochmal LS geschrieben. Also ich kann noch mein Airbnb canceln, einen Monat davor. Also ich habe noch einen Monat Zeit zu entscheiden. Ich werde mir nochmal das, was LS geschrieben hat, zu Herzen nehmen. Oh. Und dann gucke ich mal, ob ich was Besseres finde. Selber backen. In Korea gibt es meistens keine Öfen. Ich weiß nicht, ob wir einen haben. Also unser Airbnb letztes Jahr, wir haben dafür 10.000 oder mehr sogar gezahlt. Ja, irgendwie 6 Zimmer oder so, Wohnung. Hatte keinen Ofen. Geht ja auch über, wenn die ganzen NA-Leute rübergehen. Ich meine, die Anfangsidee war ja, mit Dantes bei ihm seine Wette mitzumachen. Und jetzt aktuell sieht das eher danach aus, als wenn wir da nicht mitmachen. Erstens, weil Forgiven vielleicht da mitmacht und wir keinen Bock auf den haben. Und zweitens, weil wir auch ein bisschen früher hingehen wollen und früher leaven wollen wegen der Gamescom. Aber das Ganze wird sich noch herauskristallisieren, ob wir wirklich nicht hingehen und so. Mal gucken. Das ist ja ganz sicher nicht Rakan. Man sieht Rakans Items nicht mehr. Wer ist wir? Freddy und ich. Habt ihr Beef mit Forgiven? Nee, das ist nicht Beef, sondern Forgiven ist einfach nur sehr unsympathisch und sehr disgusting. Minions have spawned. Ich meine, das Ding ist, für Freddy, glaube ich, ist Gamescom nicht wirklich freiwillig. Also ich glaube, er muss da sein. Er hat bestimmt irgendwas Wichtiges, wo er dabei sein muss. Bei mir ist aktuell noch nicht so klar. Ich denke aber, ich werde da auch sein müssen. Ich frage, ob du MSI mitschauen magst. Ich werde chillen, oder? Gönnt euch den Talking Cast.
Aber danke, danke für das Angebot. Vielleicht ein andermal. Da muss ich erst recht das Geld aus der Tasche spielen. Ja. Ich weiß nicht. Das ist whatever. Dann mache ich lieber mein Ding. Oh no. Also ich meine, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal. Nee, lieber nicht. So, Badley hat gerade den Kill bekommen. Ich habe jetzt auch überhaupt gar nicht drauf aufgepasst, wer Mainul ist und wer gefillt ist. Nee, Bot ist gefillt, ne? Aber der Sack könnte witzig sein und die invaden. Er hat mich gesehen. Ich habe eine Prediction, G2. Ich denke, es wird ein 3-0 oder 3-1. Ich gehe lieber einen Schritt sicher, ich sag 3-1. Boah, wirklich. Das sah ein bisschen nach Fortschritt. Für G2. Es steht sogar im Titel, ja. Das hat er nicht erwartet, dass ich da Instant Base gehe. One-Shot ist Blob, ja, wegen meiner Passive. Ich wollte der Ahri unbedingt einen Assist lassen, ne? Ich meine, ich hätte nicht so gekillt. Ich hätte einfach nur warten müssen, bis ich dann irgendwann killen kann. Das wäre auch fein gewesen, guys. Ich habe bloß das Gefühl, dass meine Ahri auch gefällt ist, oder? Die struggelt so sehr in der Lane. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kann ihn mit einer von denen nicht töten. Ändert sich das jetzt, nachdem er geflasht ist? Ich will ihm helfen. Der Sekt könnte aber da sein. Der kann jetzt gleich jumpen. Keiner zu bekommen. Der ist mit mir mit Mostplate Ahri. Okay, krass. Warum lag ich diese Runde? Gut, dass wir den 6 so gechuckt haben. Ist nicht... Also... Er ist tot. Nice, huge. Oh, ich finde das so dumm, dass man das nicht sieht. Boah, Riot, bitte!
Ich wusste, dass das die Neko war, aber ich wusste, also das ist halt so schwierig, das zu spielen, wenn man den scheiß Spell nicht sieht. Boah, Mann. Ich krieg jetzt actually noch einen Assist, oder? Oh. Geil gespielt, Mann, von ihr. Holy shit. Actually, also man merkt schon, dass sie ihren Champion kann, ja. Ich hab den FPS-Ping, FPS-Spikes die ganze Zeit. We can try, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. I think this is just whatever. Keep farming, bro. Nice. Habe ich jetzt nicht erwartet, oder? Ich habe erwartet, dass er gedived wird oder dass er Probleme haben wird, aber nicht, dass er den Kill kriegt. Ah, den geschafft zu blobben. Wer findet, es hat den besten Sack? Den besten Sack? Ich verstehe, was du da machst. Engage ist der beste Sack des Servers. Bin ich sicher. Ich kenne, also es gibt keinen anderen Sack OTP, den ich kenne, den Challenger. Game sieht sehr, sehr gut aus inzwischen. So cool. Nein. Botlane, why inting? Botlane, why inting? Das ist sehr schwächend. Schild mich bitte. Das ist sehr schwächend. Skill on Ult. Wenn ich da die random EQ treffe, dann schon, aber ich. Also, ich habe halt gedacht, er dodge nach links, ne? 50-50. Wenn ich Ult habe, ist er direkt tot, though. Oh, nice. Ich dachte, unser Topliner wird eine Niete sein, aber actually, er macht Work. Gar nicht mal so bad. Yeah.
Ja, kann es hinter denen. Hier links. Mich, ich glaube, auf mir haben sie keine Vision. Task recalled. Ja, das ist ein sehr schlimmer Herald für die. Wenn wir aus der Mitte raus rotieren können. Das ist sehr, sehr bad. Also wenn sie nicht verteidigen, werden sie hier sterben. Okay, gut. Ich wollte den Charge nicht durchlassen, ne? Ist zum Glück keiner rausgekommen. Wait, actually, wir hätten fast Kill bekommen. Ich glaube, sie soll halt farmen gehen. Das reicht uns auf jeden Fall schon mal für den Anfang. Der wurde hier gerade alles durch, der Rakan. Ja, wir probieren zu stehlen. Oh, ich hatte noch kein Schild, ne? Doch, er hat Schild geschrieben. Schade, die letzte Q betrifft mich. Wenn ich ein bisschen mich besser positioniere, ich glaube, dann kann er mich gar nicht killen. Wow, war das insane gespielt von den beiden. Insane. Ich glaube, der Turret ist einfacher zu killen als der Zac aktuell. Oh no. Toplane. Dieser Donkey Kong ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich will es jetzt nicht sagen, aber es scriptet der. He fucking scripting, no? Is this a full player? Rough. Okay, maybe not. Die Serie-Spiele sind immer sehr sus. Ich würde sehr gerne den Dragon nicht verlieren, aber... meine Bottle muss Space. Ah, zumindest die Serie. Guys, helft doch dem scheiß Xante. Gut, ich meine, wir müssen nicht, ne? Wir können auch traden, aber ich glaube, in der Situation, wo du Full Pry hast, musst du überhaupt nichts abgeben. Ich
Das ist actually die echte. Ja, auch rotieren die hier gerade sehr hart. Wait, what? Your team has destroyed a turret. And forever. Darf ich das? Schon wieder dieser. Dieser blöde Spell, den man nicht sieht, Okay, das Game ist, glaube ich, ziemlich durch für die. Ziemlich durch. Oh, wie steht's eigentlich? Warte mal. Ich sollte vielleicht das Game nebenbei schauen, das MSI-Game. Ich habe mich jetzt sehr konzentriert auf dieses Game. Riot Games. Oh no, es sieht nicht gut aus. Was spielen wir? Maokai. Maokai Yasuo. Actually, ich mag die Kombo von Dijou extrem. Ich mag die Kombo so sehr. Ich glaube, das Game ist nie verloren, bis es actually over ist. Während Destiny Caps so lokiert, während ich das sage. Oh no. Oh no, bitte verliert nicht. Warum sind alle meine Camps gone? Was? Wie können meine Golems weg sein und meine anderen Camps? Bin ich lost? Hä? Das auch? Mein Gott, der Lag. Ich bin so confused. Das Game ist comebackable, guys. Trust me, aber es wird schwierig. Das ist schon sehr behind. Nein, die haben Gragas und Maokai gegen den Wukong. Der Wukong wird nicht 1v9 machen. Hoffentlich. Alter, meine FPS sind so tot, jedes Mal, wenn ich einen anderen Stream offen habe, ne, ist das unglaublich. Ich kann nicht nebenbei MSI schauen. Als ob die Gegner hier nicht surrender und MSI schauen gehen, though. Nee, die stirbt nicht. Wait. So, aber die piept nicht.
Der ist ein Ken-Minion. Ohne Serie sollten wir das eigentlich nicht gewinnen, ne? Ich rechtsklicke den Dragon. Wird schon irgendwie passen. Oh? Cap's schon wieder tot. Oh, hat's mit einem Kill? Okay, ich sag euch jetzt, es ist winnable. Kopium ab. Mein Team denkt nicht, dass G2 gewinnt. Was? Wait, Wukong tot. Ich hab's nicht gesehen. Wukong tot, Lulu tot. Die können gewinnen. Ich sag's euch, die können gewinnen. Der Tinkoff ist besser. Die wird played. It's better trust! Wer hat das geschrieben mit Always in Pressure? Ich würde den gerne auch noch, aber naja. Ich habe noch die Ari. Maxander, also.